Ahoi und herzlich willkommen zur 21. Folge der ersten nicht ganz ernst gemeinten Wochenshow World of Warships von und mit eurem Hoda. Ja, liebe Leute, wie immer fangen wir an mit der offiziellen WoWS-Website. Was gibt's heute zu sehen? Hier gibt's ein Wochenend-Special, die dritte Woche der Festtagsvorbereitung. Warst du denn auch brav dieses Jahr? Ja. Dann hab ich ja ein Geschenk für dich. War er nicht. In der Liste steht eindeutig nicht brav. Nicht brav. Danke, mein Fehler. Keine Ursache. Also grün und blau schlagen das Balk. Wir schauen mal rein, was es da so Schönes für uns gibt. Als erstes haben wir hier Double Day Pay für den ersten Sieg des Tages. Wie gesagt, immer wieder gerne mitgenommen. Und dann gibt's hier noch 30% Dublonenrabatt auf alle Premium-Schiffe der Stufe 7. Schade, ich hatte eigentlich Stufe 8 erwartet. Oh, wie schade. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt's natürlich dann nächste Woche, hoffe ich zumindest. Dann gibt's hier noch 30% Kreditpunkte Rabatt auf alle Standardschiffe der Stufe 7. Jo, und last but not least gibt's noch 50% Rabatt auf ausgewählte Tarnungen. Ja, das ist mal eine schöne Sache, nehmen wir wie immer dankend mit. Des Weiteren gibt es Neuigkeiten zum Winterkönig-Turnier. Ja, schauen wir einfach mal rein. Denn am Sonntag, dem 18. Dezember ab 14 Uhr findet das Finale statt. Und wir werden endlich erfahren, wer Winterkönig wird. Ja, der Stream hier unten habt ihr die Links. Ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Deutsch überträgt den, glaube ich, Private Pinguin. Also dann, wenn es euch interessiert, wer das ganze Turnier hier gewinnt, der sollte einfach mal vorbeischauen. Oh, ganz heißes Ding. So, scroll, scroll, scroll. Was haben wir noch Schönes? Armada 2.0, die HMS Edinburgh. Ist wieder, denke ich mal, hier ein nettes Video, was man sich eventuell mal anschauen kann. Schauen wir mal kurz rein in die ganze Sache hier. Our hero is a magnificent and handsome Englishman wearing a well-fitted steel tuxedo of thin and light armor. Speed, great reflexes, excellent shape, irreproachable manner. Ja, wie gesagt, da werden nochmal die Daten und Fähigkeiten der HMS Edinburgh erklärt. Sehr schönes Schiff übrigens, habe ich sehr gerne gefahren auf Gearstufe 8, auch wenn er bloß AP feuert. Der kann dann schon richtig ordentlich austeilen. Ja, weiterhin haben wir hier noch eine Meldung, die uns in etwa so interessieren sollte, wie ein Sack Reis, der letztens in China umgefallen ist, nämlich Wargaming Fest, und zwar wo? Am 17. Dezember in Moskau. Viel zu weit weg von uns, relativ uninteressant, aber wie gesagt, wen es interessiert, da haben wir es wieder. Der kann auf der Facebook-Seite von Wargaming gucken hier, da gibt es regelmäßig neue Updates. Mit dabei sein werden aus dem deutschen Raum Riocat, Cyrnossi und Icaramba und werden da ein paar Neuerungen von Wargaming vorstellen. Wie gesagt, für mich ist die ganze Sache ein bisschen zu weit weg, das haben wir ja schon mehrfach erfahren. Moskau ist eine ganze Ecke weg und noch dazu bei der Jahreszeit, bitterkalt, da stimmt meine Ausrüstung einfach nicht. Aber hier haben wir endlich eine Meldung, die relativ interessant ist, und zwar wurden die deutschen Zerstörer am Horizont gesichtet. Ja, klingt irgendwie so, als sollten die Dinger dieses Jahr noch kommen. Schauen wir mal, Wargaming ist ja immer für eine Überraschung gut, im Negativen wie auch im Positiven. Zumindest könnt ihr euch hier die ganze Sache, ja, was heißt anschauen, wirklich sehen tut man hier noch nichts, was die Daten angeht. Aber wie gesagt, da verweise ich dann später, im späteren Verlauf dieser Sendung, nochmal auf eine Seite, wo ihr euch ein paar genauere Daten zu diesen Schiffchen angucken könnt. Aber wie gesagt, wir sind gespannt, ob die Dinger dieses Jahr noch kommen werden. Wäre ja wirklich eine geile Weihnachtsüberraschung. Dann haben wir hier noch ein schönes Lehrvideo. Wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz gut für alle Neueinsteiger.
ist das nicht ganz uninteressant. Und zwar hier aus der Reihe vom Leichtmatrosen zur Legende. Diesmal geht's um Feuer und wie man denn damit umgeht. Also dann Leute, wenn ihr euch ärgert, dass ihr immer mit Schlachtschiffen abgekokelt werdet, schaut euch das Video an. Wie gesagt, schlechter wird man durch die Sache definitiv nicht. Ja, was haben wir da noch hier? Die wöchentlichen Aufträge. Das Gefecht vor Rio de la Plata. Klingt sehr abenteuerlich. Hier haben wir ein bisschen was zur Geschichte dieses Gefechts stehen. Dann schauen wir doch mal in den Auftrag rein. Wie immer ist das ganze Ding hier 5 geteilt, wie die meisten Wochenaufträge. Und der erste Auftrag lautet, spielt 3 Gefechte. Jedes Schiff, das heißt, von Stufe 1 bis sonst wann, ist halt einsatzberechtigt. 3 Gefechte müsst ihr spielen, dafür bekommt ihr dann 50.000 Kreditpunkte. Das sollte für jeden eigentlich zu schaffen sein. So, Auftrag Nummer 2 schaltet sich danach frei. Und zwar ein beliebiges Schiff der Stufe 4 oder höher muss dafür benutzt werden. Und ihr müsst 5 Gefechte gewinnen. Dafür bekommt ihr dann 10 Signale. Papa, papa. Ja, Auftrag 3 folgt logischerweise auf Auftrag 2. Und da haben wir wieder beliebiges Schiff der Stufe 4 oder höher. Ihr müsst 2 gegnerische Schiffe zerstören in einem Gefecht. Und ihr müsst mindestens den 6. höchsten Schaden eures Teams verursachen. Dafür bekommt ihr dann 10-mal das Schadensbegrenzungsteam 2. Hübsche Sache das. So, Auftrag Nummer 4. Bei der Rio de la Plata Sache. Wieder ein beliebiges Schiff der Stufe 6 oder höher. Also das heißt nicht wieder, sondern diesmal ist es Stufe 6 und höher. Ihr müsst 50.000 Schaden an Kreuzern verursachen, 3 gegnerische Zitadellen treffen und das Gefecht überleben. Das Ganze natürlich in einem einzelnen Gefecht. Dafür bekommt ihr dann schon 1 Million Kreditpunkte. Na, das kann man doch immer gebrauchen. Kohle ist eine feine Sache. Und last but not least der Auftrag Nummer 5. Ihr müsst 5 gegnerische Schiffe in einem einzelnen Gefecht zerstören. Dafür benötigt ihr natürlich wieder ein Schiff der Stufe 6 oder höher. Und wie gesagt, 5 Schiffe zerstören, das heißt wieder mal den Kraken zu erwecken. Fügt einem gegnerischen Schiff 75.000 Schaden zu und überlebt das Gefecht. Dafür bekommt ihr dann einmal das Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2 und die letzte Belohnung sind dann 25 Typ 6 Tarnung. Das heißt, das sind dann die Tarnungen, wo ihr 100% je EP 100% EP je Gefecht mehr bekommt. Ja, also dann ran an die Geschütze, durchgeladen und lasst krachen, Jungs. Schulz, die Tore schließen, der Krieg geht weiter! Natürlich denkt Wargaming zu Weihnachten auch an die Modellbaufreunde von uns, denn hier haben wir ein Angebot und zwar 15% auf alle World of Warships Modellbaukästen von Italieri. Ja, mir ist die ganze Sache ein bisschen zufriedenlich, ich nehme lieber mein Schlachtschiff und hau die Dinger virtuell kaputt. Ich muss zerstören! Und last but not least haben wir hier noch ein Video zu den Kartentaktiken und zwar die Karte Salomon, die läuft allerdings glaube ich bloß bis Stufe 6 oder 5, ich weiß es nicht ganz genau. Also wie gesagt, wer sich mit den Karten noch nicht so auskennt, für den sind die Dinger hier eigentlich immer recht interessant und man kann einiges daraus mitnehmen. Klar, soweit. Im WWS-Blog vom Hurz, wir sinken, ist hier ein netter kleiner Artikel über die Admiral Graf Spee zu finden. Der sehr, sehr informativ ist, steht ein bisschen was über die Geschichte drin. Es steht ein bisschen was drin hier, wie das Spiel, das Schiff ins Spiel integriert wurde, über die Daten und natürlich gibt Hurz auch seinen Senf dazu. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wieder eine sehr, sehr fundierte Sache. Kann man sich anschauen oder sollte man sich anschauen, wenn man beabsichtigt, dieses Schiff zu kaufen, denn es hat, wie jedes Schiff in Wargaming, in World of Warships, natürlich seine Besonderheiten und auch seine Eigenheiten. Also wie gesagt, lest euch das Ding mal durch, ist ganz nett. Ich verlinke diese Seite dann natürlich genauso wie die von der Modcom auch wieder unten in der Beschreibung. Und da wir gerade von der Modcom gesprochen haben, schauen wir da natürlich auch nochmal vorbei, ob es da was Neues gibt. Auf jeden Fall ist es schon sehr winterlich und weihnachtlich. Hier schneit es nämlich. Nice, habt ihr schön gemacht, Jungs, gefällt mir gut.
gut. Geht schön mit dem Mauszeiger mit dir, die ganze Sache. Nee, was habe ich gefunden? Und zwar Swarm Thing Smart Paket. Das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Da ist jede Menge hübsches Zeug dabei. Hier unten habt ihr alles stehen, was mit dabei ist. Hier die AdMax Shark Icons sind dabei. Der Trainingsraum ist dabei. Player Panels mit HP-Anzeige und Settings und. Ein sehr, sehr gelungenes Modpaket, wie ich finde. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Downloaden, installieren oder müsst ihr nicht mehr installieren. Müsst ihr einfach bloß reinkopieren und entpacken. Ist eine wunderbare Sache. Ich kann es immer nur wieder empfehlen, wenn ihr Mods braucht, geht zum Modcom. Da findet ihr alles wunderbar getestet, wunderbar sauber. Also dann, wie gesagt, ich verlinke diese Seite dann unten in der Beschreibung nochmal. Und dann, ja, schaut einfach mal vorbei. Reit mit mir, auf dass wir die 7 Weltmeere in Angst und Schrecken versetzen. Ja, und wie versprochen, schauen wir auch noch auf wgnews.com zusammen. Das ist auch immer eine sehr, sehr gute Quelle, wenn ihr Informationen sucht. Und hier haben wir was stehen über die Änderungen an deutschen Zerstörern im öffentlichen Test von World of Warships 0.5.16. So, was gibt's da Neues? Oh je, das sieht aber gar nicht so aus, als wären die Dinger OP. Da wurde eine ganze Menge gemacht. Die hydroakustische Suche der Deutschen wurde durch die normale ersetzt, also die, welche auch japanische Schiffe haben. Das heißt weniger Reichweite für die Hydroakustik. Der Rauch wurde durch einen besonderen für deutsche Schiffe ersetzt. Dieser hält nicht so lange wie bei Gegenstücken. Na toll, der ist also auch schlechter. So, dann haben wir Änderungen an der Panzerung von Stufe 6 aufwärts. Da gab es ein paar leichte Buffs. Dafür gab es wieder einen kleinen Nerf der Low-Tier-Torpedos. Ja, und die Erhöhung der Reichweite, auf denen die Schiffe entdeckt werden, wenn sie schießen, wurde stark erhöht. Ja, von 3,15 auf 6,65 Kilometer, auf höheren Stufen sogar bis 8 Kilometer. Ja, das war's dann mit den OP-deutschen Zerstörern. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass die Dinger definitiv anspruchsvoll zu fahren sein werden. Kommen wir nun zur Weisheit der Woche. Diesmal recht knapp auf den Punkt gebracht. Stehst du quer, frisst du mehr. Und weiter geht's mit Hoda deckt auf, Nachrichten aus aller Welt. Auch der Iran will sich mit seinen neuesten Marineunternehmen bei Wargaming beliebt machen und sich für World of Warships empfehlen. Hier sehen wir das neueste Projekt, ein kleines U-Boot, speziell entworfen für die blaue Adria, wie man unschwer an der wunderhübschen Tarnung erkennen kann. Ja, kommen wir nun zum Hero of the Week. Das Gefecht ist gerade 10 Sekunden alt. Der Zerstörer ist gestartet, nimmt seinen Kurs, um sein vernichtendes Werk zu tun. Was gewahren wir denn da? Da müssen wir doch glatt nochmal genau hinschauen. Sicher, ein Kreuzer, der zu Beginn des Gefechts als erstes einmal rückwärts fährt. Und ihr schaut schon richtig, das ist kein französisches Schiff. Nein, es ist eine Mogami. Es ist unglaublich, ein Kreuzer, der rückwärts fährt. Man ist das ja eigentlich nur von der Yamato gewöhnt oder von anderen großen Kisten. Aber ihr seht es am Rauch ganz deutlich. Nein, auch dieser Kreuzer kann rückwärts fahren. Ja, mein Freund, dafür hast du dir diesen Song verdient. Du bist ein Noob, 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 Noob. Du bist ein Noob, 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 Noob. Du bist ein Noob, 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 Noob. So, liebe Leute, und weiter geht's mit dem Hotshot of the Week. Der kommt diesmal von unserem Sarge, der mit seiner Kurfürst unterwegs ist und hier gerade einem wirklich schlimmen Fliegerangriff ausgesetzt ist. Ja, dem kann er hier gerade noch so, naja, ohne Schaden will ich nicht sagen, entkommen, aber es ist doch eine ziemlich enge Nummer. Aber was ist denn davon? Da kommt eine Moskwa um die Ecke, die visierte hier ganz eiskalt an. Das Ding ist noch komplett voll und jetzt sollte eigentlich abdrücken, wenn ich er wäre, würde ich tun. Jawohl, und da geht die Salve raus, er verschwindet hier im Nebel, den der Zerstörer netterweise für ihn gelegt hat, bremst auch ab, bekommt dann noch etliche Salven, aber da schlägt es ein und 5 Zitadellen reißen die Moskwa aus dem Leben und er hat hier 69.000 Damage mit einer Salve gemacht. Na, GZ an Sarge. Und hier noch eine Sondermeldung für alle, die es noch nicht wussten. Das Reichsmarineministerium gibt voller Wehmut bekannt, die Tirpitz ist gesunken.
Wieder. Schon wieder. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal beim Clan Cats bedanken für die Initiative Futter für die Nachi. Ich hoffe, sie war von Erfolg gekrönt. Wir waren auf jeden Fall mit unserem Haufen dabei. Und ja, vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Spieler doch ermöglichen, den Nachi-Auftrag mit den Rosen fertig zu machen. So, das war sie dann auch schon wieder, die 21. Folge der ersten nicht ganz ernst gemeinten Wochenshow World of Warships. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf FOTA.tv und bis dahin denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.